Mann, ich speaking, da seid mir ganz recht herzlich. Guten Tag. You don't know Jack, da oben, da seht ihr es, ne? Über mir, ne? Und wir spielen mal wieder ein Röhrchen. Ich hab mal wieder Bock und bin immer noch leicht erkältet, aber das ist egal. Wir rocken jetzt hier das Haus. Ich gehe mal direkt auf Starten und wünsche euch viel Spaß bei einer 7-Fragen-Runde. You don't know Jack. Am Ende gibt's wie immer die Werbung, weil, ne, der ein oder andere, der es gesehen hat, dem darf aufgefallen sein, dass es echt coole Werbung ist. Das ist echt die coolste Werbung überhaupt. Wenn YouTube so coole Werbung machen hätte, hätte keiner einen Adblocker. Also pass mal auf, ich gehe mal hier aufs Spiel und dann wünschen wir uns jetzt mal viel Vergnügen. Ich kann mich nur wieder blamieren, aber das macht nichts, ne? Das bin ich gewohnt. Ne? 60 Sekunden. Okay. Sag mal, Jack, bist du krank? Ja, nein, ich muss gegen was allergisch. Okay, ich brauch die Namen. Ja. Hi, meine lieben Kandidaten. Na, zu wie viel sind wir denn heute? Alone. Sie spielen allein, sehe ich das richtig? Würden Sie uns dann freundlicherweise Ihren Namen verraten? Machen wir mal heute, Larry, Leffer. Okay, noch was. Machen wir den 7-Fragen-Quickie oder den 21-Fragen-Marathon? Larry ist für Quickies auf jeden Fall bekannt, mein lieben Spiegel. Okidoki. 30 Sekunden. Okay, Ihre Taste ist der Buchstabe B wie Brimborium. Haha, bei Valerie Leffe hatte ich was anderes erwartet. Ich habe uns den Sound ein bisschen lauter gemacht. Mal gucken, ob das funktioniert. 20 Sekunden. Ja, okay, bin schon ganz aufgeregt. 20 Sekunden noch. Schön aufpassen jetzt und nicht vergessen. Wenn Sie denken, Sie wissen die Antwort auf eine Frage, drücken Sie erst Ihre Spielertaste und dann die Nummer der betreffenden Antwort. Kriegen. Ja, ja. Und geht's los. Okay, Kinder, bis dann. Desktop wegblenden. 7, ja, 6, auf schwarz 5, gehen. 4, danke. 3, und los geht's. Fisch. Schreiben Sie bitte erst eine Stunde nach Einnahme der letzten Mahlzeit. PMG Interactive. Sie dürsten nach Wissen. Ja, na dann Prost. Jetzt seriös. Und hier ist sie wieder. Die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Yeah! Hallo, herzlich willkommen bei unserer Show. Wie ich sehe, spielen Sie nur mit sich selber. Kann man auch machen. Ich bin der Rede von. Mal los. Ja, okay. So, Stützbehaars und Schwere-Jungs. Okay, im Bad mit Opa, Körpergeruch und lustig. Wir nehmen mal den Stützbehaars und Schwere-Jungs. Larry Leffer angemessen. Oh yeah! Und diese Frage fällt unter die Kategorie Stütz-BHs und schwere Jungs. Die richtige Antwort bringt 3000 Mark. Okay, Finger aufs Knöpfchen, hier kommt die Frage. Angenommen, Eduard Zimmermann macht eine Sendung extra für männliche Straftäter mit weiblichen Brüsten und kleinen Hoden. Wie könnte die Sendung treffenderweise heißen? Aktenzeichen XXX, Aktenzeichen XXY, Aktenzeichen YYX oder Aktenzeichen Y? Männliche Sendung mit weiblichen Brüsten und kleinen Hoden. XXY, würde ich sagen. Gute Arbeit, Kommissar. Okay. Also entweder ist Ihnen das XXY-Syndrom schon mal über den Weg gelaufen oder Sie haben sich einfach gedacht, 2X müssen einen Mann einfach femininer machen. Jawoll. Okay, eine Kategorie bitte. Sehr krass. Frag für den Künstlernamen. Wäscht sie rot oder geht's nicht? Kostet. Wir nehmen mal Künstlernamen. Die Frage Nummer 2. Alrighty, Kategorie für diese Frage. Okay. Sehr fragwürdige Künstlernamen. Okay. 2000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Wie finden Sie eigentlich den... Ach du Schreck, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein. Wenn Sie mir weiterhelfen können, drücken Sie Ihre Spielertaste und tippen Sie seinen Namen ein. Okay. Also, der Typ, den ich meine, ist ein großer Rockstar. Das bin ich auch. Aber rein körperlich ist er eher klein. Und er hatte lange einen Adelstitel als Namen. Prince. Alles klar, okay. Tippen Sie die Antwort lebt ein. Lebt leider schon nicht mehr. Damals lebte er noch, ne, wenn er es ist, ne? Nein, warte. Nein, ich hab mich vertippt. Und hier die richtige Antwort. Ich hab mich vertippt. Alias Symbol, alias Tafcap. Das darf doch nicht wahr sein. Die tausend Dinger gebe ich mir. Was als nächstes kommt. Logisch wäre ja Tafcap oder so. Nein, tot. Leider tot. Junge Wilde, alte Röhre. Wie schmeckt eigentlich Celluloid-Burger, der Teufel und die Telekom? Ich geh mal auf 1, Freunde.
Frage 3. Und das ist die Kategorie. Junge Wilde und alte Römer. Okay, allzu schwer wird's nicht. 1000 Mark gibt's für die richtige Antwort. Dschungelbuchheld Mowgli ist älter geworden und geht jetzt schon mal ganz gerne in die Kneipe einen lüpfen. Eines Abends lernt Mowgli an der Bar Romulus und Remus kennen. Was wird er nach ein paar Takten Smalltalk vermutlich ausrufen? Ihr wurdet auch von einer Wölfin gesäugt? Ihr kennt auch sprechende Tiere? Ihr hattet auch Krach miteinander? Oder ihr habt auch eine Stadt gegründet? Also sie haben zwar eine Stadt gegründet, nämlich Rom, aber auch mit der Wölfin. Mowgli ist ja auch vom Wolf gesaugt. So ist es. Ich weiß nicht, wie es meine Festgeburt ist. Romulus und Remus wurde auch Mowgli von einer Wölfin großgezogen. Nur hat es auf ihn nicht so abgefärbt. Egal. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Wir sind aktuell in der Aufnahme. Macht dann auf wählen Sie mal eine Kategorie. Kannibalismus ist sexbesessene Prinzen und böse Überraschungen. Machen wir mal. Oh, du Frage 4, gehörst nur mir für immer. Auf Frage 4. Okay. Und hier unsere Kategorie. Sex, besessene Prinzen und böse Überraschungen. Hm? Und für die richtige Antwort winken 2000 Merker. Sicher kennen Sie alle das Märchen von Rapunzel, die dem Prinzen ihr Haar vom Turm hinablässt, damit er daran zu ihr hinaufklettern kann. Wenn der Prinz oben angekommen statt auf Rapunzel auf eine Karunkel trifft, wen oder was wird er dann küssen? Einen Popmusiker, eine russische Schönheit, eine Warze oder ein Tintenfisch-Tentakel? Ach du Scheiße, Karunkel, Karunkel. Karfunkel wüsste ich, Karunkel, Karunkel. Immer die Warze. Er muss eine Warze küssen, denn das ist eine Karunkel. Okay, war sogar richtig. Ich hätte jetzt gar nicht mit gerechnet, mein Lieber. Ganz bitter wird es für den Prinzen allerdings, wenn Karunkel noch ihre Schwester Furunkel zu einem flotten Dreier eingeladen hat. Wohl wahr. Wenn Hamlet seine Tage hat, wenn die Körbe wirklich hochtragen. Kursverfall im alten Rom. Machen wir mal die 2. Besser hätten sie es nicht treffen können. Nicht denn jetzt rein, spielen wir eine Runde Sekt oder Seltas. Okay, Sekt, wie war das denn noch? Okay, kriegen wir hin. Freunde, kriegen wir hin. Und die Kategorie für diese Sekt- oder Seltas-Frage lautet... Wenn die Körbe wirklich hochhängen. Okay, gut aufgepasst. Ich lese Ihnen jetzt 7 Namen vor und Sie sollen mir zu jedem Einzelnen sagen, handelt es sich dabei um einen Basketballstar aus der NBA oder um einen Astronauten? Okay, nicht wieder. Wenn der Name, der auftaucht, der eines NBA-Stars ist, drücken Sie die 1. Wenn es der Name eines Astronauten ist, drücken Sie die 2. Um einen Begriff auszulassen, drücken Sie die 4. Okay. Für jede richtige Antwort gibt es 500 Mark. Für jeden falsch und jeden gar nicht zugeordneten Begriff ziehe ich Ihnen 500 ab. Okay. Ich kenne mich weder bei Astronauten noch bei NBA Sekunden. Aus. Wir haben schon 4000, Freunde. Und es geht los. Okay. Gerald Carr, NBA-Star oder Astronaut? Gerald Carr klingt wie ein Auto. Ich mach mal 2. War richtig. Charles Barkley. Barkley. Das könnte ein NBA sein. Leroy Cooper. Das klingt nach einem Baseball, nach einem Basketballstar. Karl Malone. Malone ist, glaube ich, ein Baby. Alright. Neil Armstrong. Na, das weiß ich. Jetzt weiß sogar ich. Alan Shepard. Alan Shepard ist, glaube ich, NBA. Nein. Der letzte. Scottie Pippen. Das klingt nach NBA. Gleich haben sich über... Fünfmal richtig getippt. Das ist doch durchaus noch im Rahmen. Ja, finde ich auch. Und schon geht's weiter. Welche Kategorie darf sein? Die Peanuts und alte Männer mit berühmten Planeten auf dem McDonalds und Militär? Frage 6. Die Kategorie lautet Militärs und McDonalds. Alright. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Cool. Sind Sie startbereit? Ja, ich versuch das mal. Hier ist die Frage. Würden die Wachen des Towers von London Ihren Namen wörtlich nehmen, was würden Sie bei McDonalds ausschließlich essen? Chicken McNuggets, Fish Mac, Apfeltaschen oder Big Mac? Das ging daneben. Was und das wäre die richtige Antwort Chicken, gewesen. Fischen? Big Macs. Die Jungs heißen Beef Eaters, also Rindfleischfresser. Und den entsprechenden Witz von wegen Rinderwahnsinn können Sie sich selbst dazu ausdenken. Okay, denke ich mir gerade aus. Okay. Welche Kategorie darf es denn sein? Wie viele Freunde müsst ihr sein zusammen? Ein Widerspruch in sich. Wie viele wart ihr doch gleich? Boah, das ist... Was ist los? Sind Sie weggepennt? Fast zusammen in sich, ein Widerspruch in sich. Weil jetzt kommt Jack Attack, Freunde, Jack Attack. Jack Attack.
Sobald Sie zwei zusammengehörige Begriffe sehen, drücken Sie Ihren Buchstaben. 2000 Mark, wenn Sie richtig liegen. 2000 Miese, wenn Sie falsch tippen. Aber das Allerwichtigste? Die Spur ist dick. Ein Wortpaar passt nur dann zusammen, wenn folgender Fingerzeig zutrifft. Okay. Zusammen ein Widerspruch in sich. Okay. Junger. Junger Greif. Ja, ist ein Widerspruch auf jeden Fall. Großer Zwerg. Kalte. Kalte Blut. Okay. Schwarzer. Nein, schwarzer Blut, schwarzer Bruder, nein, schwarzer Schimmel, ich Idiot, klar, Mann. Ich hab's im Logikunterricht, armer. Mann! Optimistischer, war das schon schwarz hier? Ja. Vegetarischer... Den gibt's. Vegetarisches Steak. Aber einen vegetarischen Hamburger gibt's auch. Ich hab die letztens noch gesehen. Ihr bescheißt Sie mich, Mann, Freunde. Das war eine astreine Leistung. Yeah. Und hier ist der Endstand. Und das war's. Larry Leffer, 11.500 bei Ihnen. Freunde, ich bitte das euch. Das war alles andere als übel. Mhm. Aber Sie hatten ja auch keine Konkurrenz, hä? Nicht, dass ich Ihnen die Freude vermiesen will, aber ich glaube, die Sache wird schon bald ganz anders für Sie aussehen. Das nächste Mal bei... You don't know Jack! Jetzt kommt die Werbung, Freunde. Okay, wunderbar, Leute. War eine gute Show. Yeah. Cookie, wie sieht's mit den Kandidaten aus? Gut, ich bin hier. Alles gut. Ich lebe noch. Augenblick, ja? Hören Sie, ich habe heute noch eine Verabredung mit einer ziemlich süßen Maus, aber das kann ich vergessen, wenn Sie jetzt noch eine Runde spielen wollen. Also nein, lassen Sie es, wenn es geht. Lassen, wenn Sie so ein Partout wollen, bitte, dann brauchen Sie es nur zu sagen. Aha. Und ihr seht, ich hab jetzt hier einen Lautcheck auf hier, wenn man das laut ist, zu laut ist. Bauchschwadenkopf mit echten Borsten dran und viel schnappigem Bindegewebe. Die sind so gesund. Aber nicht vergessen, Oinkis Hackfleischwaffen und Oinkis Fleischkäseflips schmecken am besten in echter Oinkis-Schweinemilch direkt von meiner Mutti. Oinkis werkliche Frühstücksmüsli für einen sauguten Start in den Tag. Hallo Waltraud, sag mal, was hast denn du zu Weihnachten bekommen? Naja, schon wieder so eine ökologisch unbedenkliche Krötblödpuppe. Oh, Backe. Ich hätte auch gerne mal so eine coole Puppe. Wenn du willst, dann darfst du mal mit meiner Mindy spielen. Du hast eine neue Mindy? Mhm, eine Miami Beach Mindy. Wow, mit Enthaarungscreme für die Bikinizone und echten Mini-Epilierer für die Beinbehaarung? Wow. Außerdem habe ich von meiner Oma die frühreife Freundin, die Franny, bekommen. Oh, jetzt mit extra viel Oberweite und ganz knappen Mini-Röckchen. Und noch dazu die Millionär Maike-Puppe. Ja, Millionär Maike hat Mindy und Franny ganz doll lieb und kauft ihnen immer lauter schicke Kleider und teure Autos. Ja, weil Mindy und Franny nämlich so schön sind. Och, ich möchte auch so sein wie Mindy und Franny. Mindy und Franny, Puppen von heute für die Puppen von morgen. Hallo, du. Na, hast du heute Abend Lust auf ein bisschen heißen Telefonsex? Ja, ich ja. bin dafür immer zu haben. Ich bin Blopsy, das lustige Kaninchen aus der Popoblops-Werbung. Ich und meine sexy Freunde, Oinki das Frühstücksschweinchen und Chippy das Eichhörnchen, warten auf deinen Anruf. Wähle einfach 001386. Oinki beschreibt dir gerne sein Ringelschwänzchen. Chippy möchte dir sicher etwas über seine Eicheln erzählen. Und ich kenne ein paar ganz heiße Stories aus unserer Popoblops-Fabrik. Ruf uns an, es kostet dich nur 9,99 pro Minute. So viel gibt deine Mami doch schon täglich für unsere bescheuerten Frühstücksmüslis aus. Also, worauf wartest du noch? Wähle 001386 und wir können jede Menge Spaß miteinander haben. Die Minderjährige stellen bitte vor dem Anruf sicher, dass ihre Eltern nicht zu Hause sind. Auch als erfolgreiche berufstätige Frau von heute wollen sie natürlich, dass ihre Familie abends ein nahrhaftes, selbst zubereitetes Essen auf den Tisch bekommt. Aber wer hat dazu schon die Zeit? Sie, und zwar ab sofort, dank der neuen Darmbeutel von Dickmann. Was das ist? Nun, Darmbeutel sind Kochbeutel, die natürliche Wärme nutzen, die bei den Verdauungsprozessen ihres Körpers entsteht, um so langsam und schonend schmackhafte und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten, wie sie es sich für ihre Lieben wünschen. Also dieser Hackbratenschatz, einfach köstlich. Und so saftig. Endlich können sie sicher sein, dass ihre Familie gesund und nahrhaft ist, denn sie essen alles zuerst.
Sie schlucken einfach morgens die hygienisch eingebeutelten, rohen Zutaten, verdauen in aller Ruhe 10 Stunden lang und voilà, schon haben sie eine komplette Mahlzeit liebevoll zubereitet in ihrem ureigensten Backrohr. So kann ich meiner Familie jederzeit nahrhafte Mahlzeiten zubereiten. Ja, ja. Bei Geschäftsterminen, auf dem Golfplatz, ja sogar während ich im Stau stehe. Und das Beste an Dickmanns Darmbeuteln? Der Abwasch fällt buchstäblich ins Wasser. Dickmanns Darmbeutel. Überschreiten Sie die Grenzen des guten Geschmacks. Ja. Hin zum besseren Geschmack. Auf jeden Fall. Meine lieben Freunde, Dickmanns Damen, das ist, wir wollen nicht mehr darauf eingehen. Hier seht ihr nochmal meine große Leistung. Icke Guybrush ist mal noch auf dem zweiten Archibald, auf dem dritten Archibald. Wo sind wir denn gelandet? Wir sind... Oh, Larry Leffer hat es nicht geschafft. Na gut, mal gucken, vielleicht schaffen wir es in der nächsten Aufnahme. Meine lieben Spielkinder, ich sage also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und die Werbung, ne, wird sich irgendwann wiederholen, aber ich weiß, dass auch Leute gucken, die die anderen Folgen vielleicht nicht gesehen haben. Deswegen werde ich die Werbung immer durchlaufen lassen, wenn wir ein Quickie machen. Ne? Leisure Sweet Larry steht ja auf Quickies, ne? Ihr wisst das, meine lieben Spielkinder. Dann sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleiben wie gehabt in diesem Sinne. Hab ihn erinnert, Freunde. Haltet euch vergat. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Larry Leffer 45. Ciao, ciao.